Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr gerade zur jetzigen Zeit hier wieder mal bei uns einschaltet. Ich hoffe, allen geht es gut und wir möchten euch heute unsere erste Produktpräsentation vorstellen, der Firma Trix. Es ist eine Lok der Baureihe 185 von DB Cargo in Kooperation mit Green Cargo. Die werden wir uns heute genauer anschauen. Zum Vorbild wird es gleich natürlich noch ein paar Informationen geben, gerade was das mit dem Green Cargo auf sich hat. Dann werden wir uns das Modell im Einzelnen anschauen. Dann geht es wieder raus auf die Strecke in die freie Wildbahn, wo wir uns natürlich dann auch die Sounds dieser wunderschönen Lok anschauen und die Fahreigenschaften. Und zum Schluss, ihr kennt es, dann mein Schlusswort. So viel also zum Ablauf. Lasst uns loslegen. Beginnen wir also mit den großen Loks. Zur Trax-Familie habe ich schon ein paar Videos vorher ausführliche Informationen euch geben können. Da hatten wir nämlich eine Diesellokomotive der Trax-Familie und da habe ich auch ausführlich schon über die Familie gesprochen. Deswegen werde ich da jetzt nicht explizit nochmal drauf eingehen, sondern werde mich hier wirklich nur auf die 185 konzentrieren und natürlich halt auch, was den Aufdruck Green Cargo bedeutet. Die Entstehung dieser mittlerweile reinen Güterzuglokomotive lag zur damaligen Zeit bei der Deutschen Bundesbahn in der Baureihe 127 und 128. Mit diesen Loks hat man experimentiert und hat herausgefunden, dass das genau der Weg ist, den man haben möchte. Also hatte man damals bei der DB dann beschlossen, bei Bombardier 80 Lokomotiven der Baureihe 145 zu bestellen mit der Option auf weitere 400. Insofern war der Schritt gelungen. Die Baureihe 145 kam zum Einsatz. Sie fuhr allerdings auch Personenzüge. Bei den Cargozügen hat man dann festgestellt, dass die Leistungsgrenze sehr schnell erreicht ist bei dieser Lokomotive und auch die restlichen Anforderungen, was zum Beispiel den grenzüberschreitenden Verkehr angeht, haben sich die Anforderungen geändert. Und so hatte man dann bei der Deutschen Bahn die Aufgabe Bombardier gesetzt, eine neue Lokomotive zu konstruieren. Und daraus entstanden ist dann unsere heutige Baureihe 185. Im Vergleich zur Baureihe 145 hat sie stärkere Motoren. Das heißt, sie kann wesentlich besser starke, lange Güterzüge anfahren und relativ schnell auch auf ihre gewünschte Geschwindigkeit bringen. Und sie ist mehr systemfähig. Das heißt, sie kann komplett grenzüberschreitend fahren. Meistens hat sie dann halt auch 4 Pantographen auf dem Dach. Unsere hat jetzt hier nur 2. Und mit diesen Pantographen ist dann halt der Stromwechsel in andere Stromnetze anderer Länder dann auch überhaupt kein Problem mehr. Die Baureihe 185 entstand. Es gab 3 Prototypen. Die Baureihe 185 001, 002 und 003 wurden konstruiert und erprobt. Und dann hat man schnell herausgefunden, genau das ist es, was wir haben wollen. Und somit begann ab der Baureihe 185 004 die Serienauslieferung. Der Lokkasten entsprach, was die äußeren Erscheinungsmerkmale angeht, relativ weitestgehend der Baureihe 145. Erst ab der 185 201 hat man sich dann entschlossen, den Wagenkasten bzw. den Lokkasten etwas zu modifizieren. Das ist auch genau das Modell, was wir hier haben. Man hat den gesamten Aufbau crash-optimierter konstruiert. Das heißt, dieses Crash-Konzept, was damals eingeführt wurde, dient dazu, den Lokführer besser zu schützen. Bei Auffahrunfällen oder auch bei sonstigen Unfällen, wo im Prinzip der Führerstand oder der Lokkasten vorne eingedrückt wird. Die Rahmen wurden verstärkt, es wurden zusätzliche Halte- oder Griffstangen installiert und auch vorne das Crash-Konzept wurde erweitert. Insofern hat die Lok optisch eine Wandlung gemacht und das Ganze kam einfach nur dem Lokführer zugute, weil er war dadurch besser geschützt. Ja, Trax, was bedeutet das eigentlich? Wir haben ja eine Lokomotive 185 der Trax-Familie und zum einen haben wir, was das Vorbild angeht, haben wir hier eine Trax F140AC2 und Trax bedeutet T-R-A-X-X, nichts anderes als Locomotives Platform for Transnational Railway Applications with Extreme Flexibility. Zu Deutsch, Lokomotivplattform für nationenübergreifende Eisenbahnenanwendungen mit extremer Flexibilität.
Also, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt also Trax. Man hat sich im Prinzip darauf konzentriert, auch diese Lok weltweit anbieten zu können. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass man die Lok mit unheimlich unzähligen Sicherheitssystemen für die einzelnen Länder ausstatten muss. Es gibt relativ viele unterschiedliche Stromstärken in den einzelnen Ländern. Das alles muss die Lokomotive im Prinzip dann auch können. Und deswegen hat man sich bei dieser Trax-Familie darauf konzentriert, länderübergreifend mit einer Lokomotive durchfahren zu können. Im besten Falle von China bis nach Deutschland mit einer Lokomotive. Das also der Hintergrund zu dem Begriff Trax und wo er herkommt. Kommen wir also nun zu dem Begriff Green Cargo. Woher kommt der? Green Cargo ist der Name vom schwedischen Güterverkehrsunternehmen. Und zur damaligen Zeit, 2007, 2008 war es, da hat man beschlossen, einen grenzüberschreitenden Verkehr ins Leben zu rufen, ohne Umspannen der Loks. Das heißt, eine deutsche Lokomotive bis zur Grenze und ab da dann halt eine schwedische. Das wollte man vermeiden. Und so bestellte man bei Bombardier 2007 und 2008 17 Loks dieser Baureihe, also der Trax F140AC2. 2009 kamen dann nochmal 4 weitere Loks hinzu und diese sollten dann den Transitverkehr zwischen Schweden und Deutschland bewerkstelligen. Zur Erklärung, in Schweden haben wir das dänische Stromsystem von 25 kV und 50 Hertz. Die Loks, die dort zum Einsatz kamen, entsprechen unseren 185ern.2. Auch interessant zu wissen ist die Länderkennung auf den Loks an dem Längsträger, denn jede Lok hat am Längsträger einen Code, wo man im Prinzip daraus erkennen kann, wo die Lok beheimatet ist und bei welchem Verkehrsunternehmen. Und bei den Loks, die auch grenzüberschreitend fuhren, bekamen die Länderkennung D für Deutschland und DB für die Deutsche Bahn. Denn das schwedische Verkehrsunternehmen, Güterverkehrsunternehmen Green Cargo, ist nur zu 49% an DB Schenker Rail Scandinavia AS beteiligt und daher dann halt also der Grund, warum die Loks den Eigentümer Deutsche Bahn und die Länderkennung D für Deutschland tragen. Zum Fahrplanwechsel 2018 hat Green Cargo sich dann dazu entschieden, alle 6 eigenen Loks der Baureihe 185 nach Malmö zu versetzen, um in internationalen Diensten durch Dänemark eingesetzt werden zu können. Die Loks sind alle mit den schwedischen, dänischen und deutschen Sicherheitssystemen ausgestattet und das Besondere auch noch ist, dass diese Loks damals eine Gemeinschaftsanschaffung waren, das heißt, diese Loks wurden auch in Verkehrsrot ausgeliefert, gehörten aber den Kollegen von Green Cargo und durch die Umbeheimatung und durch die Verlagerung nach Malmö hat man sich dann auch dazu entschlossen, diese dann umzulackieren von DB Verkehrsrot in das obligatorische Green Cargo Grün. Mittlerweile sollten alle Loks, die dorthin versetzt wurden, jetzt in grüner Farbgebung durch die Lande fahren. Grund für die Verlagerung des Standortes ist, dass Green Cargo nach der Trennung von der Deutschen Bahn den Kontinentalzug durch Dänemark selbst übernommen hat und da hat man sich dann halt darauf spezialisiert, den primär zu betreuen und den Rest dann halt der Deutschen Bahn oder anderen Verkehrsunternehmen zu überlassen. So viel also zu Green Cargo. Also ihr seht es, eine Lok mit ausländischer Geschichte sozusagen. Das soll es auch erst schon mal gewesen sein zum Vorbild. Schauen wir uns nun das Modell in 1:87 an. Also was haben wir hier in 1:87? Zum einen ist es eine Gleichstromlokomotive mit Sound der Firma Trix mit der Artikelnummer 22656. Für unsere Wechselstromer gibt es diese Lokomotive natürlich ebenfalls, allerdings dann von der Firma Märklin. Trix und Märklin gehören ja zusammen. Bei Märklin ist es die Artikelnummer 37856. Es ist die gleiche Lok, nur für Wechselstromer. Dabei haben wir Betriebsanleitung und ein Garantieheftchen. Das gleiche haben wir jetzt hier nochmal dabei, allerdings dann in ausländischen Sprachen. Das habe ich jetzt erstmal weggelassen, weil das Deutsche reicht. Mehr ist da nicht mit bei, kein Zurüstbeutel dergleichen, keine Kurzkupplung, nichts, sondern effektiv nur die beiden Sachen. Und der sehr schöne, stabile Karton, Trix üblich. Also, und im Einzelnen haben wir hier eine Elektrolokomotive der Trax-Familie. Es ist eigentlich eine 185.2. Typ F140 AC2, das habe ich ja eben schon gesagt, der
DB Schenker Rail Scandinavia AS. Das ist eine Kooperation zwischen DB Schenker Rail Deutschland AG und der schwedischen Green Cargo AB. Die Loknummer haben wir die 185327-1. Es ist der Betriebszustand von 2017 bzw. 2018. Einsatzgebiet ist klar Dänemark und natürlich auch Deutschland, eben grenzüberschreitender Verkehr. Also was haben wir im Einzelnen? Wir haben einen Digitaldecoder MFX mit umfangreichen Geräuschfunktionen, die wir uns gleich natürlich alle anhören werden. Einen geregelten Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut. 4 Achsen über Kardanwelle angetrieben. Haftreifen sind auf den mittleren Achsen, auf beiden, allerdings nur auf einer Seite, jeweils versetzt, das heißt einer links, einer rechts. Fahrtrichtungsabhängiges wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und natürlich 2 rote Schlusslichter. Die sind auch konventionell im Betrieb digital abschaltbar und alles natürlich mit LED-Technik. Das Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 ist ebenfalls digital separat abschaltbar. Das heißt, wenn man einen Waggon oder einen, was auch immer dahinter, angehängt hat, kann man da das Licht abschalten, egal ob weiß oder rot. Wir haben hier auch eine Besonderheit, nämlich wenn der Rangiergang an ist, dann haben wir die Funktion, dass wir beidseitiges doppeltes A-Licht haben, das heißt das Rangierlicht. Und die Beleuchtung, wie eben schon gesagt, ist mit wartungsfreien warmweißen und roten LEDs ausgestattet. Die Länge über Puffer, da haben wir exakt 27,7 cm. Bahngesellschaft ist klar, die DB AG. Green Cargo hat da jetzt im Prinzip nur den Aufdruck vorne jeweils auf den Führerständen. Wir haben eine Lok der Epoche 6 und es ist eine Neuheit von diesem Jahr, nämlich Quartal 1 2020. Ja, schauen wir uns die Lok ein wenig genauer an. Wir haben hier, ich habe extra mal die Pantos hochgemacht, wirklich schöne umgesetzte Pantos. Auch die Dachaufbauten sind vorbildgerecht. Wir haben hier oben auch die Makrofone, einmal hoch, einmal tief. Die Feder von den Stromabnehmern ist wirklich schön straff, also da sieht man es wirklich. Die sind richtig schön straff, das heißt, wenn man mit Oberleitung fährt, die liegen mit Sicherheit schon an. Ich mache mal einen runter, dann sieht man schön den Unterschied. Schauen wir in den Führerstand, der ist auch schön umgesetzt, das heißt, man sieht auch auf dem Pult, sieht man Knöpfe und Hebel und das ist halt auch alles farblich etwas, ganz minimal halt auch angesetzt, genauso wie auf der Seite. Lokführer haben wir hier leider nicht. Wir haben hier auf beiden Seiten eine Bügelkupplung verbaut. Die Lok ist Kurzkupplungskinematik fähig, das heißt, sie hat auch Normschacht nach DIN 362. Das Einzige, wie gesagt, was man halt hier nicht hat, sind Zurüstbeutel. Das heißt, man kann keine Seite vitrinenmäßig zurüsten, sprich mit geschlossenem Schneepflug und halt auch mit langen Bremsschläuchen oder auch mit langer Zugkupplung bzw. Schraubenkupplung. Das geht hier leider nicht. Ansonsten die Bedruckung wirklich hervorragend. Auch hier die Haltestangen an den Türen wieder aus Metall. Auch das Metallgehäuse trägt natürlich zum Gewicht der Lok bei und damit natürlich auch zur Zugkraft. Die Bedruckung, wie gesagt, ist exzellent, trennscharf. Unten auch am Längsrahmen erkennt man wirklich alles. Super gut. Auch hier der Schriftzug, der hier auf beiden Seiten draufsteht, ist hervorragend umgesetzt. Ja, dann drehe ich sie mal wieder und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Lok jetzt einmal in der freien Wildbahn an und hören sie uns vor allen Dingen an. Und danach hören wir uns nochmal wieder.
Und wiedermals sind wir am Ende angekommen und ich würde sagen, das hat sich mal wieder gelohnt. Es ist wirklich eine sehr schöne Lok, sollte eigentlich auf keiner Anlage fehlen, insbesondere wenn man grenzüberschreitend fahren möchte, passt diese Lok wirklich hervorragend in den Fuhrpark. Das war's, wie gesagt, von uns jetzt hier. Sollten eurerseits jetzt noch Fragen auf sein, gerne unten in die Kommentare schreiben oder uns eine E-Mail schreiben und wir werden uns natürlich auch jetzt schnellstmöglich bei euch melden. An dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, trotz Corona, wir arbeiten weiter. Das heißt, wenn ihr bei uns bestellt, wie auch zum Beispiel diese Lok, wir liefern aus. Das heißt, wenn ihr sie haben wollt, einfach in unseren Onlineshop gehen und sie wird zu euch auf den Weg geschickt. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Mal genauso gesund wieder. In diesem Sinne, macht es gut, danke und tschüss. Halt! Bevor ihr abschaltet, habt ihr unseren Kanal schon abonniert, um kein neues Video zu verpassen? Gerne jetzt abonnieren und auch eine Info, es gibt auch noch jede Menge andere interessante Videos, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet.